Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge der FIFA 18 Torwartkarriere. Und zwar, gar nichts. Wir machen jetzt einfach ein Training. wir müssen natürlich immer noch besser werden. Letzte Folge hat man es gesehen. Im Spiel wird halt einfach noch zu viel ich dachte echt, dass er jetzt ins andere Eck schießt. Im Spiel wird einfach noch zu oft geschwächelt. Wir können die Bälle nicht perfekt halten. Ja, auch hier sieht man es gerade. Also, wir müssten da ein bisschen mehr halten. Wir schaffen zwar das A hier in der Übung. Das ist die Hauptsache. Dadurch verbessern wir uns ja auch. Aber wir müssten den einen oder anderen mehr halten, besser halten. Ach, kack, da war ich sogar noch dran. Man hat es, glaube ich, sogar gehört. Warte, den haben wir. Da haben wir schon das A. Oh, jetzt bin ich voll früh in die eine Ecke gegangen. Wusste der Spieler natürlich, was ich vorhab. Jetzt den können wir wieder halten. Das ist so ein einfacher. Das ist immer der letzte hier. Okay. Wie gesagt, ein A haben wir ja immer. Aber man müsste eigentlich deutlich mehr halten. Wir müssen, wie gesagt, uns verbessern. Das sieht man im Spiel, dass wir noch ein bisschen Training brauchen. Vor allem ich auch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, zwar unser Spieler hier auch, unser Charakter, der ist noch nicht ganz top. Aber auch mit dem könnte man schon, ja, bessere Leistungen vorrufen, wenn ich besser wäre. Aber ich bin noch nicht so ganz drin. Das ist Torwart. Torwart zu spielen ist schon ganz cool. Macht auch teilweise wirklich Bock. Teilweise ist es natürlich ein bisschen langweilig, weil halt nicht so viel passiert. Aber geil ist natürlich, man viel hält. Das ist die Sache. Das fehlt mir noch so ein bisschen. So, bis gleich. A und C, die letzte Übung, keine Ahnung. Das ist das mit den Freistößen. Das ist okay, aber ich verstehe die Übung nicht. Keine Ahnung. Es ist simpel, aber die Steuerung ist ganz anders. Also irgendwie, das macht einem das richtig schwer. Die Steuerung ist so smooth, so kacke irgendwie. Oh, wir haben irgendwie eine längere Pause, können direkt nochmal ein Training reindrücken. Keine Ahnung. Also, gut, dass wir jetzt ein paar Trainingseinheiten dann machen können. Nochmal direkt noch eine Reihe, ein Blocktraining. Aber, ja, vom Ding her, ich weiß nicht, diese eine Übung mit den Freistößen. Mein Freistöß ist nichts für ein Torwart, aber nach den Freistößen müssen irgendwie die Stürmer, also du musst den nur reinflanken, die Stürmer müssen dann halt abziehen und treffen, ganz normal. Aber die lassen sich so komisch steuern und auch die Schüsse, die kommen ganz, ganz behindert. Keine Ahnung, was das ist. Was? Ein paar mehr hier halten, wollte ich ja. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Der kommt mir jetzt wieder zu nahe. Das ist viel zu nahe. Da muss ich entweder rauskommen. Oder ich habe ein Problem. Aber wir haben, weiß nicht, haben wir ein paar mehr gehalten als vorher? Keine Ahnung. Kann schon sein. Aber wenn wir oftmals ein A haben, das haben wir ja. Vor allem in diesen Torwartübungen, da haben wir echt oft ein A. Dann ist das auf jeden Fall gut. Das hilft uns weiter, definitiv. Denn desto besser mein Torwart ist, desto besser kann ich natürlich auch halten. Selbst wenn ich nicht so ganz gut bin. Das war jetzt kacke gemacht. Aber ich renne halt so direkt panisch raus. Und dann habe ich den halt nicht ganz so schön einschätzen können. Aber wieder ein A. Natürlich, perfekt. So, dreimal A und diesmal ein B beim Freistoß. Aber ein A wird da echt schwierig. Also das ist irgendwie so eine komische Übung. Mal gucken, vielleicht gibt es ja nochmal Training. Sieht danach aus, ne? Ja. Und nochmal Training. Spiel des Jahres wurde bekannt gegeben. Das ist ein schickes Bild von Cristiano Ronaldo. Schee. Das ist gut. Das ist cool. So, Training beginnen. Nochmal den ganzen Spaß. Habe ich auch nichts gegen. Wie gesagt,
ein bisschen trainieren, das muss sein. Besser werden, das müssen wir. Und warum nicht? Warum nicht? Ist vielleicht jetzt für die Folge nichts krass Spannendes. Aber ist halt so. Alter, jetzt halte ich wieder gar nichts. Vorhin wirklich ein paar mehr gehalten als sonst. Jetzt nada niente. Der geht nicht, dafür kriege ich aber auch nichts. Bats, den haben wir. Bats, das habe ich gerochen. Dass der dahin passt, Alter, der Schuss. Das ist wieder das, wo er richtig nahe kommt, wenn ich nicht rauskomme. Alter, ich halt gar nichts. Den muss ich jetzt haben. Jetzt ist immerhin ein A, aber das war richtig mies. Das war voll schlecht einfach. Tja. Oh, ich dachte, der kriegt ihn, wenn ich da springe, aber jetzt ist er so gesprungen, dass er wirklich über den Ball drüber gesprungen ist. Kann man auch mal machen, ne? Bäh. Ich schon wieder zu weit rausgegangen. Hier auch. Aber gerade bin ich impressive gut. Echt verdammt krasse. Alter, hat der voll daneben geschossen. Ein A schaffen wir hier eigentlich immer. Das schaffen wir auch jetzt. Wenn ich müsste nochmal machen, das ist ja kein Problem. Aber irgendwie war ich gerade nicht so überzeugend. Naja. Wir dasselbe, dreimal A, einmal B. Wir verbessern uns. Das ist die Hauptsache. Das ist wirklich die Hauptsache. Training beenden, beenden. Und mal gucken, vielleicht hauen wir ja noch eins rein. Ne, jetzt kommt das Spiel. Gegen Werder Bremen. Werder Bremen 2. Werder Bremen 2 ist in der Tabelle Vorletzter. Ja, läuft. Also wäre es gut, wenn wir jetzt gewinnen. Definitiv. Das wäre wirklich wichtig, weil wir brauchen Punkte. Wir haben lang keine Punkte mehr gesammelt. Wir brauchen sie. Komm, let's go. Werder Bremen 2 gegen die Würzburger Kickers. Mal gucken, was so abgeht. Reinstarten. Let's go. Oh, ganz knappe Chance hier wieder. Ei. Der kann auch gut und gern mal drin sein, dieser Ball. Nicht übel. Den haben wir. War nicht so krass geschossen. Perfekt für uns. So einen Ball können wir nämlich dann halten. Ne? Also hier einfach hier rauswerfen. Das können wir auch. Perfekt. Jetzt aber! Ich dachte, der geht jetzt rein. Es war wieder so eine Chance. Der stand da unten frei. Dass der Torwart das riecht und da hinspringt. Das ist echt super. Bei mir wäre der wieder drin gewesen. Den Ball kriegen wir, ein bisschen warten und dann einfach rauspassen. Schön. Zwei Punkte dazu bekommen, auch nicht übel. Oh, Alter, mein Herz ist gerade stehen geblieben. Ich war gerade wieder sprachlos. Ei, wir waren dran und er ist uns trotzdem durchgeflutscht. Und der war auf der Linie und der Verteidiger kratzt ihn raus. Ich kann es nur einblenden. Ja, unsere Mannschaft ist einfach zu uneffektiv. Muss man ganz ehrlich einfach so sagen. Die hätten auf jeden Fall ein Tor machen müssen schon. Klar, bei uns hinten hat es gerade auch nochmal richtig gewackelt. Ihr habt es ja gerade nochmal gesehen. Aber die hätten trotzdem auf jeden Fall bisher schon ein Türchen machen müssen. Wir kriegen wieder den Ball. Wir sind in diesem Spiel wichtig. Dass unsere Mannschaft uns den Ball zuspielt, das passiert auch selten. Endlich. Endlich werden wir für etwas gebraucht. Ja, sie kommen und probieren's. Weil unsere Mannschaft das Tor nicht macht, kommen sie und probieren's. Aber ich habe gesehen, dass er schießen will. Dass er nicht drauf aus ist, in die Mitte zu passen. Und bin dann einfach hingegangen, habe das kurze Eck gedeckt. Ins Lange war er zu spitz. Hat funktioniert, mein Plan. Boah, das war schon knapper.
Was mir auffällt, was die nicht so machen, was andere Mannschaften gemacht haben. Dieses Mal haben sie es relativ ähnlich gemacht, aber ich habe reagiert. Also ich war auf Zack, ich weiß nicht, ich glaube, er wäre trotzdem rein. Aber ich habe auf jeden Fall geahnt, was sie machen. Sie passen wenig von außen in die Mitte. Also sie sind kommen ganz oft hier von rechts außen und flanken nicht. Sie spielen dann weiter hin und her und irgendwie, das machen andere Mannschaften viel, viel öfter. Die flanken dann und dann muss ich natürlich von dem Pfosten zum anderen rennen, bla bla bla. Die bringen mich da hinten mehr unter Druck als Werder Bremen 2. Deswegen sind sie ja wahrscheinlich auch Vorletzter. Aber wir machen auch irgendwie nichts. Also wir flanken zwar ab und zu, aber die kommen nicht an und der Keeper hält und alles irgendwie komisch schon wieder. Ist der Keeper da. Der Trainer stellt auf totalen Angriff. Das heißt, nicht wundern, wenn wir hinten jetzt allein sind und eventuell ein Tor kassieren. Das ist dem Trainer seine Schuld. Aber er muss es ja machen irgendwo, weil wir brauchen das Tor. Oh! Ich war diesmal wieder auf Zack, weil ich den in der Mitte gesehen habe. Der, der in der Mitte stand, ich habe ihn gesehen. Ich muss jetzt irgendwas machen, sonst schlägt dann alleine weg. Wieder vor. Zoomen. Schade. Und jetzt bin ich alleine gestellt. Alleine mit dem Stürmer der Gegner. Oh mein Gott. Das haben wir ja geübt in den Situationen. Bloß da habe ich halt oft, wie gesagt, ich habe es vorher noch gesagt, da kassiere ich zu oft einen. Da kassiere ich zu oft einen. Diesmal schieße ich ihn raus. Ich habe Angst. Aber diesmal hat er daneben geschossen. Eieiei. Mein Herz, Hilfe, echt. Kein Ball will rein. Kein Ball will ins Tor. Ach, das, der Schuss, er hat nicht gut getroffen, aber. Ah, 2 Minuten Nachspielzeit und wir haben ein 0-0. Das ist echt traurig. Wenn du mir den Ball gibst, dann dresche ich ihn weg. Und er pfeift. Er pfeift. Alles ist vorbei. Ich wollte gerade Halbzeit sagen. Nein, Spiel aus. Ist vorbei. Gibt's doch nicht. Das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht, echt. Der helle Wahnsinn. Man muss sagen, das Spiel hat mir aus meiner Sicht, aus der Torwartsicht gefallen. Wir hatten nämlich schon ein paar Möglichkeiten. Wir hatten die ein oder andere Chance, uns, ja, zu beweisen. Vorne hatten wir auch die ein oder andere Chance. Unsere Mannschaft trifft nicht. Das ist dann halt nun mal so. Aber wie gesagt, hinten hatten wir die ein oder andere Chance, uns zu beweisen. Haben es diesmal geschafft. Wir haben uns tatsächlich beweisen können. Wir haben die ein oder andere Chance, auch wirklich die Großchance am Ende nochmal, wo er komplett frei war, auch eine andere Großchance, wo der eine Typ in die Mitte gespielt hat. Also wir haben schon ein paar Chancen vereiteln können. Wir haben schon ein paar Bälle gehalten und den auch. Er ging aber trotzdem rein. Das war auch geil. Ja, muss man einfach sagen, also es war kein schlechtes Spiel aus Sicht des Torhüters. Allerdings, ja, fehlen uns natürlich einfach die 3 Punkte. Das ist einfach klar, hier schaffen wir kein A. Das müssen wir nochmal machen. Das wird nur ein B. Nee, das will ich nochmal machen, weil ein A ist auf jeden Fall möglich. Ja, also die 3 Punkte, die fehlen uns natürlich. Jetzt haben wir nur 1 Punkt gekriegt. Das ist okay, aber wenn du bedenkst, gegen Platz 19, ja, weiß nicht, ist es nicht ganz so fresh. Also da hätte auf jeden Fall mehr bei rumkommen müssen. Muss man ganz einfach, ganz ehrlich so sagen. Denn wir wollen ja hier vielleicht aufsteigen, wir wollen ja hier was erreichen. Und das kann man nicht so schaffen, wenn man gegen Platz 19 nur 0-0 erreicht. Ich meine, wenn der Platz 19 richtig Gas gibt, haben sie ja tatsächlich ein bisschen gemacht, das eine oder andere Mal. Also wenn der Platz 19 richtig Gas gibt, ja, dann kann es schon mal passieren, dass
Jetzt krieg ich schon wieder nur ein B, Alter. Was ist denn das? Nochmal. Dann kann es schon mal sein, dass halt ein 2-0, ein 2-0-Führung oder eine 1-0-Führung dann aufgeholt wird und die dann halt einfach das Unentschieden erzielen. Aber wirklich 0-0 zu spielen, also beide keine Tore, das ist echt ein bisschen traurig. Muss man ganz ehrlich so sagen. So, jetzt ein bisschen anstrengend hier, dieser Dreck regt mich auf. Ich krieg kein A. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das wird wieder schwierig. Bratz, den haben wir auch ein bisschen Glück dabei, aber ist egal. Glück braucht man im Leben. Zack, der geht auch nicht. Den haben wir, da haben wir ein B. Zack, da haben wir ein A. Jetzt müssen wir den nur irgendwie kriegen, oder nee, es passt auch so. Perfekt, endlich ein A, das hat jetzt lange gedauert. Heute ist Trainingstag, meine lieben Freunde, echt. Das ist jetzt schon das vierte Training. Ich würde auch sagen, dass wir kein zweites Spiel mehr heute machen. Ich schneide einfach ein bisschen mehr aus dem Spiel gegen Bremen jetzt gerade rein. Ich hatte ja auch ein paar gute Torwartaktionen, dass ich halt einfach noch ein paar Stürmeraktionen von unserer Mannschaft reinschneid. Und dafür dann, leider, ich weiß, manche von euch finden das jetzt sehr, sehr schade. Aber dann halt nur eine Partie euch zeigen werde. Denn wir haben viermal Training gemacht. Das heißt, das Video dauert dann ungefähr 22, 25 Minuten. Wenn ich jetzt noch eine Partie machen würde. Das lassen wir mal lieber. Wenn die Ding ein bisschen kürzer ist, die Folge ist auch okay. Ich glaube aber nicht mal, dass sie kürzer ist, weil wenn ihr ein bisschen mehr von der Partie reinschneidet, plus viermal Training, das ist schon genug. So, meine lieben Freunde, und am heutigen Tag habe ich es auch nochmal geschafft, in allen Übungen ein A rauszuholen. Jetzt nochmal zum Abschluss hier, in allen Übungen A. Das schmeckt doch auf jeden Fall. So, jetzt haben wir das Spiel gegen Münster, wie gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr. Es tut mir schrecklich leid, aber ist so. Und Coman wechselt zu Real Madrid, das ist auch interessant. Gut, ich würde sagen, wenn ihr zwei Partien sehen wollt, schaltet in der nächsten Folge nochmal rein. Nächsten Dienstag natürlich. Oder guckt euch einfach die letzte Folge an. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what. The where, the how, flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kinda, now good vibes. Feel like a tidal wave.